Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Es gibt ausnahmsweise mal ein paar mehr Holz hintereinander oder ich versuche sie so gut wie möglich zu verteilen. Weil ich ein paar neue interessante Bastelsachen entdeckt habe. Ich habe zum einen noch mal ein Action Haul. Und ich habe noch einen gemischten Haul, so Strähne, Kräne, kreative Hobby, TD und Kick. Wir starten mit Action. Und starten mal mit dem, womit ich nicht so zufrieden bin. Und das ist das 2-in-1 Twin Sketchbook. Ich war einfach mal interessiert daran. Ihr habt hier zum einen Aquarellpapier und zum anderen Papier für Alkoholmarker. Ich habe jetzt hauptsächlich das Aquarellpapier getestet. Und wie soll ich sagen, das Aquarellpapier ist für mich nahezu ungeeignet. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe nämlich auch, weil ich dieses Jahr gerne mehr zeichnen will, beziehungsweise ein bisschen anfangen möchte, zeichnen zu lernen, habe ich mir neben dem Aquarellpapier auch die Colored Pencil geholt. Jetzt warte ich mit in Englisch weiterreden. Ah, ja. Einige von denen sagen extra, sie sind für Aquarelleffekte geeignet. Und deshalb dachte ich mir, teste ich die Stifte doch gleich mal mit dem Aquarellpapier von, also das ist DecoTime. Ja. Oben seht ihr immer, wenn ich das, die Farbe einfach so aufgetragen habe. Und unten habe ich bei dem ersten Set auch die Farbe aufgetragen und bin mit Wasser drüber gegangen. Und das hat nicht gut funktioniert. Was gut funktioniert ist, wenn ihr euch, und das gilt für alle Sets, euch den Stift nehmt, euren Pinsel ein bisschen nass macht und euch die Farbe hier vom Pinsel abnehmt und dann auftragt. So sind alle anderen Swatches entstanden und die gefallen mir relativ gut, muss ich sagen. Das hat dann gut funktioniert. Ja, erstmal war ich ja nicht so begeistert. Ich habe die Stifte dann, hier getestet. Und ihr seht, das Aquarellpapier hat eine relativ starke Struktur. Ich bin dann auch nochmal mit Wasser drüber gegangen, aber das war nicht so. Und hier seht ihr das auch. Ich habe den Stift aufgetragen, Wasser drüber und ihr habt halt immer diesen dunklen Fleck von dem Bereich, wo ihr die Farbe aufgetragen habt. Deshalb bin ich dann dazu übergegangen zu gucken, okay, wie könnte ich dieses Aquarellpapier für mich trotzdem benutzen? Und habe einfach mal ein bisschen Farbe aus meinem Aquarellkasten aufgetragen. Und ich muss sagen, das Papier riffelt leider sehr schnell auf. Und das ist natürlich für Aquarell doof bzw. ungeeignet. Die Struktur gefällt mir hier trotzdem. Also wenn man vielleicht nur ganz einfache Aquarell-Hintergründe gestalten will, wenn man die für irgendwas anderes braucht und einscannen möchte, würde ich sagen, gerade noch okay. Möchte man hier mehr drauf malen, würde ich sagen, nehmt lieber ein anderes. Ich habe dann auch nochmal gestempelt mit Distress Oxide und habe einfach ein bisschen Wasser drüber gesprüht. Ich denke, dafür geht das, wenn man einen ganz einfachen Hintergrund machen will, sonst keine Ansprüche hat, geht das gerade so. Dann habe ich mir gedacht, okay, aber ich habe jetzt hier so viel von diesem Aquarellpapier, was könnte ich damit noch machen? Und ich habe deshalb einfach mal ein bisschen mit Embossing und Knüllen rumprobiert, weil ich will es ja nicht wegschmeißen. Knüllen, es reißt, aber ich sag mal, für einen Vintage-Effekt kann man es benutzen, wenn man es jetzt schon hat. Also kaufen würde ich es dafür nicht extra, aber wenn ihr es schon habt. Hier seht ihr, habe ich
geknüllt mit Distress Oxide drüber und Wasser. Ihr seht auch hier, das Papier bricht, aber die Textur hat was, wenn man so in diesem Bereich unterwegs ist, sag ich mal. Was gut funktioniert, ist Prägen. Also wenn ihr einen Prägehintergrund in so einem vanillefarbenen Ton haben wollt, das funktioniert gut. Das sind jetzt 3D-Prägeformen und ein normaler Prägefolder. Das hat gut geklappt. Also Aquarellpapier, sagen wir mal, eher durchgefallen. Ich habe dann nochmal das Alkoholmarkerpapier probiert, das allerdings noch nicht so doll getestet wie das Aquarellpapier. Ihr seht hier schon mal mit meinen Alkoholmarkern, ich kann das verblenden. Es drückt hinten auch durch, aber das ist ja normal. Aber ich habe das Rosenmotiv hier auch nochmal gestempelt und bin nochmal mit den Stiften drüber gegangen. Und ich muss sagen, das Motiv gefällt mir deutlich besser. Man kann deutlich besser mit den Stiften auch auf dem, mit dem, wie heißt das jetzt, Buntstiften darauf malen. Ich weiß, genau, ich habe dann, weil es mich interessiert hat zum Verblenden, ob das funktioniert, ich muss das mal eben suchen, habe ich hier meinen Mischstift von Tombow genommen. Deshalb auch dieses Gekritze hier. Und dann finde ich, ist das ein tolles Ergebnis. Also der Mischstift und das Alkoholpapier funktionieren zusammen mit den Buntstiften. Die sind ja auch von Dekotime. Also da bin ich ein bisschen positiver gestimmt mit dem Papier, dass ich das gut gebrauchen und nutzen kann. Aber ich würde mir diesen Block jetzt persönlich nicht kaufen, nicht kaufen, nur um dieses Alkoholmarkerpapier zu haben. Aquarellpapier empfehle ich sonst eher oder benutze ich eher das von Wessin Kreativ und bei dem Alkoholmarkerpapier das Papier von Transurteil. Aber ich war einfach mal interessiert. Ich glaube, sowas wird eher schwierig auf dem Papier. Also haben wir die ersten beiden Sachen schon mal abgehakt und diskutiert. Schreibt mir, wenn ihr das habt und schon benutzt habt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Jetzt habe ich ja schon gesagt, ich möchte ein bisschen mehr oder überhaupt mal ein bisschen zeichnen lernen, so die Basics. Deshalb habe ich mir noch dieses Sketchbook mitgenommen. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich habe ein bisschen geguckt, wie das Papier ist. Das ist relativ stabiles Papier. Ich bin auf jeden Fall interessiert daran, ob sich das für Aquarell eignet. Wir können ja mal eben... ich schnappe mir hier einfach mal einen Tombow-Marker. So. Und mein Wassertankpinsel. Also es lässt sich verteilen. Und es scheint auch nicht so aufzurabbeln. Nee, das ist deutlich besser. Ja, also wenn ihr doller mit dem Finger drüber geht, irgendwann riffelt es natürlich. Aber ich würde sagen, das ist besser als das Aquarellpapier in dem Block. Also wenn man nicht zu viel Wasser verwendet, kann man das Papier auch für Aquarell nehmen. Aber ja, da möchte ich einfach so ein bisschen üben. Ich bin nicht so begabt, würde ich sagen, aber ich erzähle euch ja immer bei den Alkoholmarkern, üben, üben, üben. Und deshalb habe ich mir gesagt, dieses Jahr will ich mal ein bisschen üben, so die Basics des Zeichnens zu beherrschen. Und was ich jetzt noch ganz neu entdeckt habe, sind diese Wax Resist Watercolor Sets. Ich habe auch noch nicht reingeguckt, das können wir jetzt mal zusammen machen. Das war mir tatsächlich ganz neu. Ihr habt 10 wasservermalbare Wachsmalstifte dabei.
Und ihr habt einen Wax-Resist-Stick. Das heißt, ihr malt das Motiv mit dem weißen Stift, so wie es hier auch auf der Verpackung ist. Nehmt euch dann eure Wachsmalstifte, eure Watercolor-Crayons, und dann könnt ihr mit dem Wassertankpinsel oder mit eurem Pinsel, den ihr habt, drüber gehen und die weißen Bereiche, die ihr gezeichnet habt, bleiben weiß, während ihr das andere eben im Aquarellstil vermalt. Da bin ich total gespannt drauf. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn ihr da Feedback gerne zu haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was das Thema Zeichnen angeht, war es das soweit. Ich habe irgendwie zurzeit so ein Gefühl von, ich muss wieder unterschiedliche Sachen innerhalb meines Hobbys ausprobieren. Würde ich gerne wieder ein bisschen mehr Pouring machen. Ich habe mir deshalb einmal noch goldene Aquarellfarbe mitgenommen, Holzsticks und einmal Paper Cups, weil ich gerne wieder pouren will. Mal gucken, was so dabei rumkommt. Aber ja, das sind so ein paar Basics. Ich weiß, man schmeißt es weg. Ist nicht so der Knüller. Aber es macht das Arbeiten ein bisschen einfacher. Dann ist bei mir noch das dritte und letzte Wax Seal Kit eingezogen. Vielen Dank für eure Kommentare unter meinem Video. Da waren tolle Tipps dabei. Und ich habe auch ein bisschen weiter rumprobiert. Das ist jetzt eines der Motive hier aus dem Set. Und was ich euch empfehlen kann, also dieser Docht, der hier mit dran ist, der ist total doof. Schneidet euch mit einem Cuttermesser, passt da auf eure Finger auf, schneidet euch, ihr seht es hier, Stückchen ab, nehmt den Docht raus und verflüssigt es dann auf einem Löffel, beziehungsweise gibt es da auch extra Zubehör für. Macht es dann auf euer Projekt oder auf eine Silikonmatte und nutzt dann die Stempel. Dann funktioniert es gut. Mit den Ergebnissen bin ich jetzt deutlich zufriedener. Ich glaube, damit ihr den Effekt besser sehen könntet, hätte ich grün außen und Metallic für die Lilie an sich probieren oder machen müssen. Ist jetzt so. Aber das geht deutlich besser und vielen Dank für eure Tipps. Für mich persönlich zum Ausprobieren reicht das. Ich verstehe aber für die, die es häufig verwenden, dass sie die Metallsiegel, die es so gibt, deutlich bevorzugen. So, wo mache ich jetzt weiter? Ich habe noch vier verschiedene Sachen. Starten wir mal mit Stempeln. Es sind noch mal vier Holzstempel bei mir eingezogen. Und zwar habe ich mich für die vier entschieden. Ich weiß nicht, ob es noch einen gab. Blumen geht immer. Den Kranz finde ich toll. Das ist auch eine tolle Deko für in der Karte, genauso wie dieses Motiv. Wenn ich Karten mit bastel, zeige ich euch die. Zu den anderen drei Holzstempeln, die ich euch im letzten Haul vorgestellt habe, gibt es jetzt jeweils ein Projekt zu jedem Stempelmotiv. Verlinke ich euch gerne. Schaut euch das an, wenn ihr dafür noch Inspirationen sucht. Worauf ich auch gespannt bin, ist dieses 3D-Puzzle. Ich habe mich für den Globus entschieden. Ich bin einfach mal gespannt. Ich denke, ich werde es mitfilmen. Vielleicht mache ich einen Short oder ein Reel daraus. Ich suche zurzeit auch immer wieder Sachen, wo ich wenig nachdenken muss, wo mein Gehirn einfach mal abschalten kann. Und ich denke, das ist was, was mir dabei helfen kann. Als vorletztes habe ich noch dieses Letterpunch-Board entdeckt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Dazu wird es ein gesondertes Video geben, wo ich von Auspacken über Ausprobieren alles mit euch gemeinsam mache. Damit ihr euch das mal ganz in Ruhe anschauen könnt. Ich habe keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Dazu kommt ein separates
Video. Und zum Schluss habe ich mir noch dieses Deluxe Washi Tape Set mitgenommen. Schmetterlinge, Briefmarken, das schreit ja noch mehr. Das machen wir auch auf, weil ich auf die Sticker, die hier noch mit drin sind, sehr gespannt bin. Starten wir mal mit den Washi Tapes. Steht hier irgendwo was drauf, wie viel Meter das jedenfalls jeweils 3 Meter. Können wir uns die mal angucken. Die sind toll. Wenn ihr Vintage mögt, das sind wirklich tolle Washi-Tapes. Ich bin gespannt auf die Klebkraft. Wie die Klebkraft ist. Erstmal muss ich hier, vielleicht nehme ich mir ein anderes. Den Anfang finden. Ja, klebt, aber glaub nicht so doll. Wahrscheinlich wird das ein Klassiker von wir helfen lieber nochmal mit Flüssigkleber nach. Die Motive gefallen mir sehr gut. Klebkraft, ja. Wie immer eher so, naja. Aber tolle Motive, gefallen mir gut. Und dann habe ich hier noch so ein zweites Fach. Das ist mir tatsächlich erst gar nicht aufgefallen. Und als ich jetzt nochmal ein zweites Mal im Geschäft war, weil ich Bilder von diesem Set gesehen habe und mir gedacht habe, oh, das ist aber schön, das habe ich letztes Mal nicht gesehen. Da ist mir aufgefallen, dass hier noch Sticker dabei sind. Und es sind einige Sticker. Ich habe hier noch eine Schutzfolie. Dann gucken wir da mal durch. Blumen gehen immer. Etiketten. Ja, also damit kann man auch einen tollen Kartenhintergrund gestalten. Engel, das ist jetzt nicht so meins. Vögel, auch cool, ja. Blumen, also gefällt mir. Im Ganzen gefällt es mir sehr gut. Schmetterlinge. Nochmal Blumen und auch nochmal Alphabet und Zahlen. Mhm. Sanduhr, einen Schallplattenspieler. Und nochmal so Ornamente. Das sind, steht das hier drauf, 18 Bögen. Das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte so mit 3-4 gerechnet, aber gefällt mir gut. Die anderen, es gibt da auch noch mehr Sets von, die waren von den Motiven her aber nicht so mein persönliches Highlight. Deshalb habe ich die nicht mitgenommen. Wie immer interessiert mich, was sind eure Highlights? Was habt ihr oder womit möchtet ihr unbedingt etwas sehen? Schreibt mir das gern in die Kommentare. Wenn ihr hier neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, wir haben gerade die 9000 Abonnenten geknackt, was der Wahnsinn ist. Dann verpasst ihr zukünftig keine Projekte mehr. Es gibt mindestens ein Kreativvideo pro Woche. Und sonst dann immer mal wieder, wenn es zeitlich passt, ein zweites Video zwischendurch. Und ja, da freue ich mich, wenn ihr hier häufiger reinschaut. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bastelt fleißig und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss!